Das ist eine Videoantwort an den Frank Supracor. Es ging darum, wo wir filmen, was für ein Set wir machen. Ich filme mit der Toshiba Cameo S30 in letzter Zeit meistens. Aber der Frank hatte noch gefragt, was wir für Messerschärfetests machen oder woran wir erkennen, ob unser Messer scharf ist. Also ich bin da also kein so ein Messerfetisch, dass ich mich rasieren müsste mit dem Messer. Habe ich nicht notwendig. Und für mich muss ein Messer einfach die Arbeit erledigen. Dann ist es scharf. Wenn es schwierig geht, dann nehme ich meinen Victorinox Schärfer, also den Abziehstahl oder Schleifstein und ziehe drüber. In ein paar Minuten ist das Ding wieder reibungsloser scharf. Das reicht mir. Zum zweiten Teil der Videoantwort nehme ich jetzt mal die Kamera von meinem Stativ. Das ist auch immer sehr individuell. Man kann gleich sehen, was ich dabei meine. Und zwar nehme ich einfach das, was ich gerade vorfinde. Hier zum Beispiel ein Ast. Der habe ich dann mit eben dem besagten Messer einfach mal oben ein kleines Stückchen Ast reingespitzt und konnte so die Kamera hier abstellen, ablegen. Ich benutze Freihandführung wie jetzt. Ich benutze auf meinem Liegerad auch eine Freihandführung. Habe ich kein Stativ. Manchmal stecke ich das Stativ hinten in den Gepäckträger. So, und wo ich filme, was mein Set ist, das geht jetzt aus dem Weiteren des Videos hervor. Zwei Dinge. Wo filme ich? In der Nähe von der Jugendherberge Karlsruhe. In letzter Zeit, wo ich oft hinfahre von der Uni, von der PH-Hochschule. Hier. Ups. Hinter der Jugendherberge Karlsruhe. Das sind Studentenwohnheime und dahinter ist ein Wald. Dort filme ich. Gleich dahinter fängt ein Stückchen Wald an. So, hier über die Straße. Wenn sie denn mal frei ist. Ich filme vor Ort, da wo ich gerade bin. Hier ist zum Beispiel die Kiefer, die umgefallen ist. Ich filme auf dem Rad, wenn das passend da ist oder ich wenig Zeit habe. Ich filme eben auf meinem Liegerad. Ich filme mit dieser kleinen Toshiba Cameo, wie man hier erkennen kann. Und da kann man den Monitor eben auch drehen, sodass man sich selber sehen könnte. Ich filme also im Stand vor Ort, ich filme aber auch beim Fahren. Das ist manchmal problematisch, wenn der Untergrund sehr wackelt, ergibt aber manchmal interessante Effekte.